Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Witcher. Ja, genau. So, wir sind hier oben, wir hatten hier ein Massaker, angerichtet, wenn auch nicht verursacht. Was für schreckliche Zeit. Ja. Ja, nichts für ungut, gebt nichts auf euch für acht. Ungut. Gebt auf euch acht. Ich wollte nur noch mal schauen, dass es ihr auch wirklich gut geht, weil ihr Bruder war ja der Idiot, der drauf bestanden hat, dass jemand beerdigt werden muss am heutigen Tage. Geralt hatte ihn gewarnt. Und ansonsten ist es ein schöner, sonniger Tag. Ich gehe jetzt nicht in den Sumpf für die Kikimoren. Schlüssel und Schlosszimmer. Wir sollen mit diversen Offizieren der Stadtwache sprechen und irgendeiner macht aus mehreren Lilien eine. Was trinken wir jetzt ganz schön? Geralt von Riva. Wie Stadtwache von Vysimar. Ihr habt die Quarantäne unterlaufen und euch offiziell Unterstützung erschlichen? Es herrscht Kriegsrecht. In Kriegszeiten gelten andere Gesetze. Ich werde mich so gut ich kann danach richten. Das solltet ihr auch. Denn Verräter bekommen die Klinge zu spüren. Okay. Die Lilie muss noch von Flammen umhüllt werden. Was? Ihr wollt Blumen? Von mir? Hey, du hast eine auf der Brust. Geht jemand anderem auf die Nerven. Mach ich glatt, du Sack. Mit euren Waffen würde ich der Wache aus. Heiß in diesem Ding. Vergesst eure Stellung nicht. Ihr seid ja ein ganz gefährlicher mit diesen Waffen auf dem Rücken. Ihr habt keinen Grund hier zu sein, Weißhaar. Doch, hab ich. Macht ja keine Dummheit. Ich arbeite zu viel. Ja? Lilie muss noch von Flammen umhüllt werden. Was? Ist das ein Passwort? Nein. Was? Wartet. Ihr wollt mich auf die Probe stellen. Hey, Jungs. Ich glaube, wir haben hier einen Störenfried. Brudi, ich muss los. Ich muss jetzt weg. Ich sollte euch ins Verlies werfen. Ihr habt Glück, dass mir Prinzessin Ada in Kürze einen Orden verleiht. Einen Orden? Dafür, dass ich gegen die Elfenterroristen kämpfe. Gibt es keine größeren Probleme? Was ist mit der Pest? Den Ungeheuern? Haltet ihr mich für einen Tölpel? Ein Terrorist bringt doppelt so viel Gold wie eine Kikimore. Und ist leichter zu fangen. Fangen? Man muss einen anderlingen Kollaborateur lediglich identifizieren. Wie, nur identifizieren? Ah ja. Meine Füße schmerzen. Tragt ihr diese Schwerter nur, um anzugeben? Ich dachte eigentlich, den Terroristen müsste man ausschalten, damit er keinen Schaden anrichtet. Aber okay. Bist was? Ihr seid ja ein ganz gefährlicher Mit euren Waffen würde ich der Wache aus dem Weg. Endlich! Ja? Die Lilie muss noch von Flammen umhüllt werden. Was? Ja, oh. Genau. Entschuldigung. War nur ein Scherz. Drei Lilien ergeben eine. Ihr hättet euch ein einfacheres Passwort ausdenken sollen. Eins, was weniger blöd ist. Hier ist der Plan. Schlag Mitternacht. Trifft meine Einheit in den Kloaken ein. Kommt ihr nicht mit mir? Wir geben euch Rückendeckung. Aber höchstens 2 Stunden lang. Wir treffen uns dort. Männer! Achtung! Vorwärts, Marsch!
Punkt Mitternacht in. Das ist toll, das freut mich. Wieder in die Kloaken. Du solltest überzeugen. Wer hupt und warum? Oh, ihr seid unheimlich. Ja klar, ich bin ja auch ein großer weißhaariger Mann. Demnächst sogar wirklich. So. Um Punkt Mitternacht. Ja, da werde ich wohl abwarten müssen. Zähne der Bestie. Mhm. Geheimnisse der Hexer. Mhm. Leuwarden bot mir alle an, mir gegen die Salamandra. Tralala. Okay. Wir können ja noch mal mit Triss sprechen. Vielleicht hat ja unsere Entscheidung, die Vampire am Leben zu lassen, auch irgendwas mit meiner Persönlichkeit zu tun. Wozu Triss vielleicht was zu sagen hätte. So, Alvi, du bist jetzt nicht mehr im Bett, oder? Nicht schlafen legen. Geralt, lehrt mich den Schwertkampf. Später, Alvin. Aber du weißt, wer davon nichts wissen darf. Erstmal musst du größer werden, als das Schwert lang ist. Ansonsten wird das mit dem Kampf schwierig. Seid ihr sicher, dass ihr ihn nicht verzieht? Ich will nicht, dass er verzärtelt wird. Haben wir was Neues wegen meiner Identität? Wegen meiner Identität? Schon Fortschritte gemacht? Ich analysiere das alles noch. Geralt. Ja, okay. Wir sehen uns später. Das mit den Vampiren hat keinerlei Auswirkung. Okay, nun gut. Dann nehme ich das genau so zur Kenntnis. Ihr seid ja ein ganz gefährlicher mit diesen Waffen auf dem Rücken. Ja, nicht nur auf dem Rücken. Warte mal, bis ich die Dinger in die Hand nehme. Da geht's in die Kloaken runter, okay. Ja, dann würde ich sagen... Weißhaar, ich gestehe, ich finde euch... Ein gutes Geschäft. Was mache ich mit dem ganzen Schmodderschmutz hier? Mal die Schwalben da dazu, dann haben wir wenigstens einen Platz frei. Was planen die nur? So. Wäre halt schön, wenn ich die Salamanderbroschen irgendwo verkauft kriegen würde. Ich glaube, kauft nicht Leuwarden die, oder? Ja, ich kann ja selber leider keine machen, ansonsten... Vom Regen in die Traufe, in die Flut. Okay. Hier kann ich noch das Buch geben. Ein berühmter Ungeheuertöter beehrt mein bescheidenes Gasthaus. Seid gegrüßt. Kann ich euch helfen? Ja, gib mir die Kiste, ohne die ganze Zeit lang großartig rumzureden. So. Wo ist es denn da? Ach, da haben wir noch mehr so Schleifstein-Dinger. Okay, den können wir auch wegpacken.
Ein Knopf zum automatisch Sortieren wäre noch fein. Also beim... bei der Lagerkiste, meine ich. Siegelring der Stadtwache. Silberner Siegelring. Ach, den habe ich schon. Okay, dann kommt der da auch rein. Der wird mir nicht wahnsinnig viel weiterhelfen. Ah, okay. Dann stapelt er automatisch. So, das sind dann die Verträge. So, Freund, du kaufst mir die Dinger nicht ab. Wohl. Das ist natürlich dezent ungünstig. Bei wem werde ich den Scheiß denn dann los? Das man garantiert auch nicht. Hey, Waffenschmidt. Ihr immer mit dem hat euch die Zunft geschickt? Niemand schickt mich. Vergebt mir. Man hat mich vom Markt verjagt, weil ich der Zunft nicht beitreten wollte. Ich interessiere mich nur für euer Angebot. Entschuldigt mein vorschnelles Urteil. Seht euch um. Tja. Ja, für 5.000 könnte ich die dickere Rüstung kaufen. Ich habe aber keine 5.000. So, Feuerstein brauche ich nicht. Schwarzpulver brauche ich nicht. Und die normalen Schleifdinger brauche ich eigentlich auch nicht. So, weg damit. Wie gesagt, ich würde gerne die Broschen loswerden. Der kauft die ganz offensichtlich auch nicht. Warum glotzt ihr so? Weißhaar, ich gestehe, seid ihr klar? Eingang zu den Kloaken. Selbst die sind im Handelsviertel echt nobel. So, gut. Ist abgeschlossen. Okay, dann müssen wir nur noch bis Mitternacht warten. Also ich wüsste nicht, dass ich jetzt noch mehr zu tun hätte. Zwei Schwälbchen. Okay. Und ach, das ist noch nicht mal Mittag. Da meditieren wir aber lange. So, da haben wir nichts weiter anzubieten. Gut. 13 Stunden Meditation. Gib ihm. Gerade auf der anderen Seite drüben. Nun gut. Kameraden, die Leiter. Ist alles bereit?
Wir erwarten die Salamander jetzt jeden Augenblick. Wissen die, dass wir hier sind? Nein, aber sie sind wachsam. Sie haben einen wichtigen Gast. Okay, und wie macht ihr dieses Fenster auf? Das besteht aus Gitterstäben. Meine Füße schmerzen. Ich muss zum Kaufmannsviertel hinaufsteigen. Gut, ich speichere ab, bevor ich da hinaufsteige. Das ist hier Sperrgebiet, oder was? Komplett. Moment noch. Beeilt euch. Für den Anfang Akayala Ambrakur. Wir haben ein Bild. Ein unscharfes. Heute bekommen wir vielleicht keine Verbindung zu den Redaniern. Wie viele von den Typen sind denn das? Ich erhöhe die magische Korrelation. Es hat funktioniert. Wir haben ein Bild. Ich grüße euch. Seid gegrüßt, Herr. Genug der Förmlichkeiten. Was wollt ihr? Unsere Militärstützpunkte um Visima wurden aufgelöst. Spione aus Nilfgaard könnten etwas damit zu tun haben. Ihr steckt also bis zu den Hüften im Dreck. Warum kommt ihr zu mir? Herr, wir bitten um finanzielle Unterstützung. Warum sollte ich euch helfen? Unsere gemeinsamen Bekannten arbeiten für Leute mit guten Beziehungen zu euch. Ihr müsst mich für verrückt halten. Aber Herr... Das ist eine Nummer zu groß für euch. Eure Experimente, der Handel mit Fistech. Ich werde euch nicht helfen. Habt ihr etwas gehört? Im Korridor. Ihr werdet langsam sterben. Oh. Ja. Ich würde mal sagen, summa summarum sehr ungünstig. Und sie greifen auch direkt danach an. Das heißt, speichern, wenn ich ins Haus reingegangen bin, alles vorbereiten für Tritra Tralala. Was zu trinken wäre jetzt ganz schön. Warum habe ich eigentlich so massiv Probleme mit den Kämpfen? Ah ja, das ist hier... Da ist sonst nichts. Gut. Moment noch. Beeilt euch. Das ist euer Ende! Salamander-Offizier, es ist ganz blöd. Bin mir da noch nicht so sicher, wie ich das jetzt hier anstellen können, möchten, wollen werde. Aber zumindest lässt sich der Dialog abbrechen, was ich schon mal gut finde.
So, dann nehme ich die Schwalbe gleich mal vorher. Ja, es ist sehr ungünstig. Es war jetzt nicht alles kacke. Ja, es ist, wenn du da in die Klopperei reinkommst, dann hast du aber echt sehr schnell sehr verloren. So, hier von wegen Stunden und Schlagen und so weiter. Ich schlag dich hier. Blöder Affe. Ein Schlüssel. Fubu. Speichern. Das geht bestimmt unten noch weiter im Keller. Ja, gut, gut, dass wir keine Salamanderbroschen haben. Die Birne wird gleich gepfiffen. Raduvit! Bravo! Ein eindrucksvolles Gemetzel! Und ich fürchtete schon, diese Idioten würden mich mit ihren Bittstellungen langweilen. Aber dann waren sie ja doch recht unterhaltsam. Wer seid ihr? Raduvit. Ich schätze es nicht, wenn man mich unterbricht. Hört zu, Raduvit. Es kümmert mich herzlich wenig, was ihr schätzt. Ihr solltet besser erklären, in welcher Beziehung ihr zu den Salamandra steht. Wir werden uns sicher eines Tages begegnen. So hat schon lange niemand mehr mit mir gesprochen. Ich mag euch, ihr nehmt kein Blatt vor den Mund. Ich sage euch, wer ich bin, aber nicht aus Furcht.
Ich habe nichts mit den Salamandra zu schaffen, rein gar nichts. Einst wollte ich sie als Werkzeug benutzen, aber ich habe es mir doch anders überlegt. Als Werkzeug? Als politisches Druckmittel. Könnt ihr euch klarer ausdrücken? Könnte ich, werde ich aber nicht. Es genügt wohl festzustellen, dass mir die Aktivitäten der Salamandra gerade nicht ins Konzept passen. Also sind wir Verbündete. Viel Glück, sagt Ada schöne Grüße. Ja. Herstellen. Schloss und Schlüssel, okay. Treppe zum Keller. Moment, was ist der Job? Den Stein zur Triss bringen. Zur Triss und Leuwarden. Das könnte. Was ist das mit dem Spiel der Macht? Ich sprach mit einer Teleprojektion von jemandem namens Raduvid, der eindeutig die Salamandra finanziert. Ich muss mehr herausfinden. Salamandra, politische Intrigen, ein magischer Spiegel. Ich werde sehen, wie sich die Dinge entwickeln. Ja, im Spiegel sieht man Dinge, meist sich selbst. So. Ich lasse es mir nicht nehmen, in den Keller zu gucken. Das. Habe ich es mir doch gedacht, dass da noch mehr Lümmelchens rumhängen. So. Echt jetzt die Pen da hinten? Doch aufgewacht. Ich dachte, ich. Aber es ist auch fairer, als ihn im Schlaf zu erdolchen. Ey, Bubi, aufwachen. Der ist feuerfest, der Junge. Aber nicht schnittsicher. Nur ein toter Salamander ist ein guter Salamander. Und hätte ja sein können, dass sie noch was Interessantes dabei haben, was man so braucht. Viele, viele tolle Ringe. Na gut, ins Fass werde ich jetzt nicht sehen. Zwergenbrand. Ja. Im Schrank habt ihr nur Käse drin. So, es hieß nur 2 Stunden, halten Sie mir den Rücken frei.
Oh, ein Hund. Ja, besser den Hals als was anderes abzuschneiden. Er hat den dicken Kaufmann, obwohl da so viel Fett dran ist, verschont. Na, du Flo Zirkus, bist du durchs Dach geknallt, oder? Oder auch nicht. Aber er stoppt nicht weiter nach mir. Also scheint da doch was Menschliches in ihm zu sein. Ihr kennt mich? Tatsächlich noch was Menschliches in ihm, er kann auch reden. Ich bin's. Ich bin es. Hauptmann Vincent. Das erklärt euer nächtliches Verschwinden. Ich habe euch gedeckt. Die Maus aus dem Hund. Diese Schwachköpfe kamen nicht mal aus den Kloaken gekrochen. Soll ich euch danken? Erzählt mir einfach, was ihr erfahren habt. Ich erzähle ihm. Die Maus war immer auf meiner Seite, und bloß weil die Maus jetzt ein Hund ist, ändert das jetzt nichts, dass er eigentlich vertrauenswürdig ist. Also von dem her. Radovid sprach mittels einer Teleprojektion zu den Salamandern. Der König von Redanien? Dass der sie unterstützt? Nein. Er weigerte sich. Aber sie haben gemeinsame Freunde. Noch etwas? Eigentlich nichts. Wir sind auf derselben Seite. Ich werde euch helfen, den Werwolf-Zauber zu brechen. Nicht nötig. Doch, ist nötig. Auf diese Weise kann ich viel besser Verbrecher fangen. Ja, solange du noch ein bisschen Restmensch hast. Verbrecher der Stadt fürchten dieses schreckliche Ungeheuer, das die Armen beschützt. Nämlich mich. Warum sollte ich euch verschonen? Warum nicht? Ihr tötet Menschen. Wie viele sind durch euer Schwert gefallen? Ja, sehr viele, ich weiß. Ich bin nicht kein Ungeheuer. Im Gegensatz zu euch. Ihr habt recht. Das Äußere zählt nicht. Danke. Gehen wir also unserer Wege. Genau, ich soll mal mit Carmen über Vincent sprechen. Die soll ihm das Huns Petersilie-Hemd machen und. So, und wo sind die scheiß Kloaken?
werd bekloppt. Wie komme ich hier raus, ohne wen zu töten? Das gefällt mir nicht. Mal sehen, was im Keller los ist. Ja, ich speichere. Eigentlich brauche ich gar nicht speichern. Eigentlich ist hier Ende Gelände für heute. So schaut es nämlich aus. Und wie wir aus dieser misslichen Lage wieder rauskommen und in einem Gebiet, in dem wir uns aufhalten dürfen, wieder sein rüberkommen können, das erfahrt ihr hoffentlich morgen. Hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr dabei wart. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Macht es gut und tschüss.